Hallo und herzlich willkommen zu den Rebell Comedy News. So, schon wieder mit mir, mit dem Wettermann Ben Eisser. Ihr dachtet, ihr werdet mich los, aber ich bleibe hier. Noch eine News-Folge mit mir. Also, ich habe eine ganze Menge cooler Themen mitgebracht. Es ist wieder eine ganze Menge passiert. Also, kommen wir direkt zum ersten Thema. Österreich, Burka-Verbot verabschiedet worden. Also, in Österreich gilt jetzt das Burka-Verbot. Das bedeutet, Frauen dürfen nicht mit Verschleierung oder mit verschleiertem Gesicht auf die Straße. Ist ein richtiges Gesetz. Also 150 Euro Strafe, wenn du dein Gesicht in Österreich bedeckst. Als Frau wohlbemerkt, ne? Wir haben dazu einige Leute befragt. Hier könnt ihr hören, was die Leute gesagt haben. So! Guten Tag, was sagen Sie zum Burka-Verbot? Ah, da bin ich auch froh, dass Sie mich fragen. Also hier in Österreich, da gehört das verboten, ne? Ich bin dafür, dass man das Gesicht zeigt, man muss ja ein bisschen durchgucken können, ne? Das gehört überhaupt gar nicht zu Österreich. Das ist, hier zeigen wir unser Gesicht. Da sollen die sich anpassen und integrieren. Ja, ich meine, wie würdest du das finden, ne? Du sprichst mit jemandem, kannst nicht erkennen, wer es ist, ne? Das könnte ja jeder sein. Ganz schön krass, wa? Habt ihr irgendjemanden davon erkannt? Ich nicht. Also, so, nächstes Thema. Drake, Drizzy Drake, sagt zum dritten Mal sein Konzert in Amsterdam ab. Auch schon einmal in Köln abgesagt, drittes Mal in Amsterdam. Schon sehr verdächtig, ne? Dass er immer das Konzert in Amsterdam absagt. Bei dem letzten Gig sogar waren alle Fans schon in der Halle und dann kommt jemand auf die Bühne und sagt, hey, Drake musste zum Arzt, musste ins Krankenhaus und muss deswegen das Konzert absagen. Viele spekulieren jetzt, was ist da genau passiert. Ich kann es euch genau sagen, ich war nämlich dabei. Drake kommt nicht klar auf das Amsterdam Weed. Amerikaner, unterschätzt nicht das Amsterdam Weed. Das ist nicht wie euer Kraut oder sowas. Das ist hartes Zeug. Richtig hardcore. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt, wenn man auf Weed nicht klarkommt oder wenn man richtig abstürzt. Ich kann euch richtig bildlich zeigen, was da passiert, wenn du überhaupt nicht auf Weed klarkommst. Guckt euch das hier an. Dieses Amsterdam-Weed ist auf jeden Fall richtig stark. Muss aufpassen, dass du keine Paranoia kriegst. Das ist auf jeden Fall hart. Da muss man richtig aufpassen. Das ist nicht so. Das ist nicht mit normalem Weed zu vergleichen, das Amsterdam-Weed. Oh Mann, ich komm nicht klar, Alter. Ich komm nicht klar. Bruder! Ruf Krankenwagen! Also Leute, verspaßt euch das nicht mit dem Amsterdam-Weed. Weed ist eine richtige Droge. Ihr müsst aufpassen. So, kommen wir zur nächsten Rubrik. Und zwar zu einer Rubrik, die ich sehr feiere. Deswegen heißt sie auch iFire. Das, was ich momentan feiere. Der Nike Air Max wird 30 Jahre alt. Nike Air Max, Air Max One. Mit einer der geilsten Schuhe überhaupt. Zu dem Anlass bringt Nike natürlich einen neuen Air Max raus. Und zwar den Nike Air Vapor Max. Zieht euch das Ding mal rein. Geiler Schuh, oder? Also ich vermisse sowas. Das ist seit dem Nike Air TN so der erste Pusher-Schuh wieder. Lange waren diese Dealer-Schuhe weg. Ihr könnt eure TNs in die Ecke schmeißen. Der Vapor Max ist der neue Dealer-Schuh. Jogginganzug, Vapor Max, Tasche und ihr seid richtig ausgestattet. Das ist der neue Dealer-Schuh. Also an alle meine marokkanischen Brüder, diesen Schuh hier könnt ihr jetzt wegschmeißen, den braucht ihr überhaupt nicht mehr. Der Vapor Max ist das neue Ding. Apropos Ticken und Verticker. Wir verticken natürlich auch. Wir sind die Schlimmsten. Du verkaufst auch Haschisch. Wir verkaufen auch Haschisch. Nein, wir verkaufen keinen Haschisch, sondern wir verkaufen Tickets. Die neue Tour steht an. Hoch ansteckend. Arena-Tour. Das heißt, wir treten in Arenen auf. Gladiator-mäßig. Maximus Primus! Gladiatorenkampf-Style. Richtig Arena-Tour. Riesig. Ihr könnt dabei sein, wenn ihr euch jetzt schon Tickets bestellt. Die Tickets sind online auf Eventim zu kriegen. Es wird eines unserer größten Sachen, die wir je gemacht haben. Nach der letzten Marathon-Tour kommt jetzt von der Größe her gesehen wirklich die größte Tour überhaupt. Ich bin richtig froh, dass ich dabei bin. Es wird ein Riesending. Seid auch dabei und erzählt es weiter, weil es ist sehr hoch ansteckend. Wir wollen alle infizieren und seid alle dabei. Wir sehen uns auf Tour. Bis dann. Und jetzt kommen wir zum Wetter. Mit, nein, ich bin hier. Es geht ja gar nicht mit mir, oder? Ey, ich bin auf jeden Fall weg. Das Wetter wird irgendjemand übernehmen. Ich bin weg. Bis dann. Ciao. Hä? Ich hab wohl gedacht, es gibt kein Wetter. Es gibt jede Woche Wetter. Also, Frühling ist da.